Und dann werde ich hier hinter, ganz einfach Wassertürme bauen, die mehr optisch statt sinnvoll, denn, sage ich euch auch ernsthaft, wir haben keine Leistung in Sachen, wir kommen stark mit Energie voran. Die bringen ein bisschen Leistung. Das ist akzeptabel, was sie an Leistung bringen. Das ist voll in Ordnung. Die werden mal ans Stromnetz ranhängen. Einfach so. Mit Goldkabel auch nur, da brauchen wir auch keine Glasfaserkabel. Weil so viel EU bringen die nicht. Wir sollten aber trotzdem ein MFSU dazwischen schmeißen und MFE dazwischen schmeißen, um die Energie, wenn wir sie gerade nicht brauchen, zu speichern. So, optisch ist es jetzt fertig eigentlich soweit. Hier müssen wir halt ernsthaft noch gucken, wie wir den Weg nach unten machen. Würde den schon gern irgendwie hier noch runter kriegen. Das ist aber auch mehr so. Ah, keine Koppel. Sollte schon Gravel werden. Ist halt auch mehr gerade so. Also die Energiewert möchte ich halt einfach nur speichern, weil es ist trotzdem Energie und es ist halt bei denen, die produzieren immer rund um die Uhr immer Energie ohne eigenen großen Aufwand dabei. Das ist das, wo die halt so ein bisschen effizient machen, in Anführungszeichen. Und hier haben wir wieder eine Palme, die gerade nicht abgebaut wird, weil sie so schief schräg gewachsen ist. Deswegen ist er außerhalb von dem Radius von dem Kerlchen. Aber wir sollten genug haben, dass wenn eine wächst, das schon irgendwie funktioniert. Hoffe ich. So. Hier wollten wir die Kabel ja eigentlich auch noch einen Ticken weiterbauen. Zumindest so lang, wie der Weg ist, weil vielleicht kommt da ja auch noch was hin. Da kommt auf jeden Fall noch was hin, ich weiß auch was. Das machen wir auch mal schnell hier, den Schacht zumindest. Soweit wie der Weg ist. Und den Weg machen wir auch mal noch richtig, weil wir gerade Gravel dabei haben. So. Da wird gerade ein Dschungelbäumchen abgeholzt. Also beim Dschungelbaum ruckelt es dann echt extrem immer. Ja, er hat eine Palme erwischt. Und jetzt geht die andere auch weg. Weil er sie erkannt hat. Und der Dschungelbaum ist halt einfach immer mega krass, wie viel das immer ist. Weil da halt dann immer auch immer große wachsen. Oder fast immer große wachsen. Hier können wir Erde draufschmeißen. Dann haben wir das optisch soweit fertig. Wenn das mit den Kabeln hier doof wird, gut, halt, wir müssen halt nur noch den Weg nach unten machen. Wenn das doof wird, würde ich trotzdem sagen, Slabs will ich haben. Und da ist schon der nächste Dschungelbaum. Slabs will ich schon gern haben. Wir nehmen jetzt aber den Zaun. Wie weit habe ich den hier immer hinten dazwischen gelassen? Zwei, oder? Zwei Platz. Genau, zwei Platz habe ich den Zaun hinter den Harvestern gehabt. Also hier kommt der Zaun hin. So, hier kommt ein Zaun hin. Den ziehen wir jetzt dann schön durch, den Zaun. Bis nach hinten. Dann kann man sagen, oder dann können wir sagen, hey, unsere Farm ist fertig. Das passt so. So.
Hier haben wir schon ein paar Essence Berries. Dup, dup, dup. Und gleich ein paar Levelchen. Oder ein Levelchen. Lass meine Zigarette wieder aus. Da, und weil der so schief wächst. Ah, doch. Die Frage ist halt auch, werden das mehr Setzlinge? Okay, den kriegt er jetzt nicht. Ja, dann können wir wirklich hier irgendwo vielleicht demnächst noch ein... Hier hinter werde ich die Wassertürme hinbauen. Das ist mir jetzt als safe. Das habe ich jetzt als safe. Wir brauchen aber keine Zäune mehr. Die werde ich ranschließen. Da werde ich auch ein Goldkäbelchen nehmen. Vielleicht nehme ich einfach meine 5 Bedboxes, die ich noch habe. Knall die in einer Reihe und dann haben wir auch 5x32 EU-Botec, die rauskommen können auf das Kabel. Was jetzt auch nicht so wenig ist für Wassertürme halt nur. Aber wie gesagt, die sind halt optisch statt irgendwas anderes. So, welche Slabs wollte ich denn da nehmen? Wenn ich mich nicht täusche, wollte ich die Stonebrick Slabs nehmen, oder? Und nee, Cobblestone Slabs wollte ich. Ganz normale Cobblestone Slabs wollte ich nehmen. Oder? Hm. Ich nehme aber auch mal ein paar Oakwood Slabs noch mit. Und vielleicht auch ein bisschen Oakwood, wo wir auch nicht mehr so viel haben. Und dann schauen wir mal, dass ich da den Weg nach unten gleich mitzimmer. Dann kriegen wir das optisch fertig. Das wäre schön, wenn wir das nicht so fertig hätten von der Optik her. Da ging wieder eine Palme flöten. Und da ist ein Jungle. Ja, hier ist ein Junglewood. Baum. Aus Junglewood könnten wir auch wirklich, also ich weiß, wir können RF-Energie daraus gewinnen. Ich habe es schon 2-3 Mal jetzt gesagt, ich weiß aber einfach nicht wie. Das ist das einzige Problem, ich weiß nicht wie. So, hier würde ich einfach jetzt mal die Slabs herpacken. So, dass der Weg hier noch so einigermaßen stabil bleibt. Zack, zack. Schauen wir mal, dass wir mit Slabs hier so runterkommen. Wir werden halt genau da, wo die ganzen Kabel laufen, hinkommen. Ja. Das wird hier drüben genauso sein. Dass wir jetzt da vorne gerade, solange das alles gerade hier mal mega ruckelig ist. Einen Grafikfehler haben und das Spiel abschmiert. Bis gleich. So, ich habe ein bisschen rumprobiert. Das ist so ein Techworld-Bug, würde ich mal sagen. Und zwar, ihr werdet es gleich sehen. Der Block hier ist ein Kabel. Er erkennt es auch, dass es ein Kabel ist. Aber er erkennt es auch irgendwie nicht, dass es ein Kabel ist. So, jetzt reißen wir hier ab. Das Spiel schmiert nicht ab. Und in dem Moment, wo wir hier links und rechts davon abreißen, schmiert Techworld ab. So, der Server erkennt es auch, weil hier bleibt weiter Leistung drauf und allem drum und dran. Aber das muss jetzt eigentlich mal kurz nämlich stehen bleiben für mich. Und zwar, beziehungsweise soll das alles mal kurz stehen bleiben für mich, damit ich hier ganz normal meinen Weg weiter zimmern kann und die Kabel und die Pipes hier hinter die Wand legen kann. Deswegen soll es mal kurz stehen bleiben. Oder, ja doch, deswegen soll es, passt schon, mal kurz stehen bleiben. In der Zeit reißen wir halt hier einfach mal das weg und setzen Oakwood hin. So. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis die Energie ausgeht bei vielen Sachen. Vor allem bei den kleinen Kramen, wo halt nicht viel zeitgleich wegkommt. Also Zuckerrohr zum Beispiel oder bei den Kakteen. Die Bäume gehen sehr schnell, sobald die fertig sind. Also meistens packen die Harvester dann nicht mal einen Baum, wenn die kein Energiekabel haben. Oder wenn die nicht mehr am Strom dran hängen. Aber
Daran wollen wir uns jetzt mal nicht aufhalten lassen, extrem. Wenn, fliegt uns eh Zeug gleich in die Nase. Ins Gesicht. Oder sonst wohin. So. Wir reißen jetzt einfach hier zwei breit das einmal komplett weg. Müssen nur schauen, dass wir dahinter kommen ein bisschen. Lassen es hier unten. Ja, zwei breit zu dem Thema. Dass wir alles hier einmal reinlaufen lassen. Bis zu einem gewissen Punkt. Hinter der Treppe. Lassen es hier wieder rauslaufen. So. Dann haben wir das Problem eigentlich schon ganz einfach gelöst. Dass der Redstone Energy Conduit und das Gold, die Goldpipe hier hinten rumkommen. Dann ist das ziemlich einfach gelöst worden, das Problem, und wir haben es einfach nur umgelegt. Den ganzen Bums. Und damit dann halt auch keine Probleme mehr. So. Da kam gerade schon Kaktus, wie ich es gerade gesagt habe. Und dann können wir nämlich die Kabel hier, zumindest das hier, einfach mal so bup, bup, bis dahinter wegmachen. Hier eins kann noch weg. Dann packen wir unsere Slabs wieder aus. Können den Weg hier runter ganz normal legen. Als ob nie was gewesen wäre. Und ich komme hier auch relativ mittig raus. Aber da sind halt irgendwie noch das ganze Zeug hier noch ein bisschen im Weg. Ich würde es gerne noch ein bisschen freier machen. Dass man hier auch laufen kann. Wäre ganz cool. Dass man hier vielleicht echt laufen kann. So, dann brauche ich aber das hier nicht. Und das hier kann weg. Dann kann man sich hier auch ein bisschen bewegen drin. So, dann kann man sich jetzt auch ein bisschen wieder drin bewegen. Hier die Slabs, das machen wir dann einfach so. Und hier machen wir Oakwood einfach so einmal dicht. Dass man hier entspannt so ist hier eine Wand aus Oakwood. Oakwood Slabs nochmal. So. Kommt man hier schön runter. Hat das hier schön im Blick. So, kommt hier rein. Ist dann auch nicht so doof. Machen wir auch eine Oakwood-Wand aus Slabs. Beziehungsweise müssen wir mal irgendwie dahinter hin. Dass wir hier vielleicht... hier das vielleicht sogar komplett dicht machen. Aber ich habe keine Fackeln mehr eigentlich. Das ist doof sogar. Habe ich irgendwas gerade im Überfluss? Oh, Dirt. Wie immer, den Dreck. So. Machen wir hier dicht. Dann schaut es ganz gut aus, denke ich. Wir haben hier eine schöne Treppe. Nach unten, die auch nicht mal so doof ausschaut.
So, hier kommt unser Kabel raus. Hier, das wird ein bisschen schwieriger. Dass wir hier das dicht machen, wird ein Ticken schwieriger. So. Müssen wir natürlich auch ein bisschen Dirt wieder hinpacken. Ich habe einen Kaktus einstecken. So gut wie es geht. Ein bisschen Dirt hier reinpacken. Ich häng. So. Warte, dann können wir doch eigentlich hier schon Holz hinmachen, oder? Hier, nein. Natürlich nicht. Natürlich können wir hier kein Holz hinpacken. Wir müssen den Holz hier hinpacken. Schaut irgendwie komisch aus. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Da hinten hinpacken. So, schaut irgendwie ein bisschen komisch aus, aber okay. Weil wir jetzt nur noch Slabs haben. Davon sogar noch ein paar. Und ich wegen ein bisschen Oakwood nicht zurücklaufen möchte. Mache ich das hier. So. Das Ding stört hier jetzt. Weil wir hier ja nichts mehr haben, dann mache ich einfach hier eine Fackel ran. So. Hier. Dann haben wir unseren Weg nach unten doch ganz gut hinbekommen hier hinten. Wo es in die Technik runtergeht. Und die Optik soweit fertig. Jetzt können wir natürlich das auch wieder anschließen und auch wieder einschalten, alles komplett. Also ich hänge das Kabel da hinten hin. Das ist so ein Typ. Das habe ich schon oft gehabt, leider, den Bug. Du kannst auch nichts dort platzieren. Das RF-Kabel ist einfach weg. Optisch gesehen. Aber es ist da. Es ist in der Zwischenwelt verschwunden. So, wir haben unseren Weg nach unten und allem drum und dran ist fertig. Wir gehen jetzt darüber, tun die optischen Sachen wegpacken, wegschmeißen. Ins ME-Eimer rein damit. Und werden von dort aus dann, also... Das brauchen wir alles nicht mehr. Die Slabs will ich nochmal aufheben. Die können wir noch brauchen. Wir brauchen auch mal wieder ein paar Torch. Und ein bisschen Wood. Ein bisschen Oakwood brauchen wir auch. Dirt, Limestone, das kann alles weg. Die Seeds brauchen wir auch noch. Die Slabs können weg. Lass mich mal nochmal ein bisschen Oakwood machen. Danke. Die Slabs brauchen wir auch nicht mehr alle. Und das, was wir haben, brauchen wir jetzt noch. So. Die Bäume hier hinten werden ganz normal weiter gefällt, als ob halt nichts dabei wäre. So easy, boop, weg. Was wir jetzt machen müssen, ist die Verkabelung hinten von dem Zeug. Ist wieder eine Kuh drin. Tut mir leid, Muku. So, also gehen wir hier runter, gehen wir hier rüber, fliegen hier drüber. Hier ist der Sainsbury Busch. Das heißt, wir können hier einfach mal alles wegtun und nur das runter tun, was wir auch dann brauchen. Den Apfel kommt auch mal weg und die Ranch kommt runter dafür. So, hier ist der Sainsbury Busch. Hier kommen die Sainsburys runter.
Hier kommen die Seeds rein. Hier kommen die Seeds, die Enderperlen und die Seeds. Und hier aber auch. So. Jetzt können wir rein theoretisch das erstmal alles hier runterlegen. Die Pipe hier rumlegen. Wo kommt die hier runter? Die kommt hier runter. Also haben wir noch einen Meter. Hier rüberlegen, beziehungsweise hier schon rüberlegen. Hier rüber, wo wir dann hin wollen. Hoffen wir einfach mal drauf, dass das jetzt schnell funktioniert. Wenn ich die Pipe hier mache und es einstelle. Upp. So, hat auch funktioniert. Ab und zu klappt ja doch mal was. So, schnell Pipe runter. Pipe runter. Iron Pipe hin. Vielleicht noch an der richtigen Stelle. Iron Pipe hin. Auch noch an die richtige Stelle. Zack. Ich würde tendenziell, würde ich eher hier nach unten gehen. Nochmal. Mit allem. Aber wir haben, ich habe es mir überlegt, wir haben ja hier irgendwo da vorne das Goldkabel. So. Hier brauchen wir nur. Das machen wir dann hier auch noch. Zack. Hier noch. Zack. So. Dann brauchen wir hier eine Diamond Pipe auf. Hier einen Ticken höher müssen wir sie machen. Weil das sonst problematisch wird hiermit. Lassen sie aber so und auch wieder unten ranlaufen. Hier können wir da die Diamond Pipe ganz normal über die Iron Pipe machen. Hier. Und da hinten brauchen wir keine. So. Upp. Zack. 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 Hier. Hier haben wir gesagt, da wird es problematisch sonst. Dann machen wir es so. Dann geht das auch. Jetzt müssen wir sie einmal alles einstellen. Da gehen wir einfach hier drauf. Auf blau. Enderlily. Auf gelb. Enderlily. Auf gelb. Seeds. So. Seeds rein. Enderlily rein. Jetzt müssen wir das noch einstellen. Das darf ich nicht vergessen. Hier. Hier. Und den müssen wir auch einstellen. So. Jetzt nur noch Redstone Energy Conduit. Dann haben wir das fertig. Redstone Energy Conduit. Redstone Energy Conduit. Redstone Energy Conduit. So, dann legen wir hier noch einmal alles durch. Hier bei den Bäumen ist es immer ein wenig ruckelig, weil wenn die Harvester abbauen, dann ruckelt es immer. Immer. Das hat schon immer ein bisschen geruckelt. Vor allem beim Tropenbaum dann. Der halt dann schon ziemlich krass ist. In Sachen abbauen. Bauen. So, Redstone Energy Conduit, das legen wir durch. Bis hierher. So, dann kriegen die da hinten ihren Saft. Das müsste alles anpflanzen. Wir machen jetzt die letzte optische Sache. Das heißt, das gleiche wie oben auch. Oder wie vorhin halt auch. Wir klatschen Fackeln her. Dass es hier ein bisschen heller ist. Und außerdem schaut es so ein bisschen aus wie so ein Stützpfeiler. So. So. Zack, zack, zack. Zack. Zack.
Ich glaube, wir müssten das hier eigentlich auch noch mitmachen, die Stützpfeiler. Und zwar habe ich die immer auf die Höhe von den Blendern gemacht. Jetzt gibt es hier aber keine Blender. Ich weiß nur, hier ist der Harvester. Also hier über uns, das heißt hier. Wäre das, und hier können wir auch den Weg nach unten eigentlich machen dann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe gerade so ein bisschen die keine Lust mehr drauf. Auf die ganze Zeit hier das machen und das machen und das machen. Zumindest gerade. Die Büsche können wir jederzeit eigentlich auch noch mal später ein bisschen machen. Hier, oder? Ja. Ist in einer Linie. Die können wir auch mal später noch machen. Das ist ja jetzt keine Rohstoffe, die wir unglaublich brauchen, benötigen und sonst was. Hier ist wirklich genug Platz, dass wir hier sagen können, okay, wir gehen hier nach unten für die Büsche. Ich würde dann einfach, wie viel Platz ist da frei? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier wäre dann der nächste Pfeiler. Und dann können wir hier auch noch schon. Bup. So. Sorry. So, vielleicht werde ich einfach unten dann, wenn ich sage, okay, wir machen das, werde ich vielleicht unten einfach einen Lava Fabricator hinsetzen. Mit ein bisschen Eigenstrom da unten. Ohne irgendwas Besonderes. Aber ich habe jetzt einfach Lust zu sagen, okay, wir haben unsere Farm gebaut, wir haben das alles gebaut jetzt hier. Das läuft jetzt schon mal, das ist schon mal das Wichtigste. Die wichtigsten Sachen sind hier. Dass ich jetzt sage, pass auf, wir machen jetzt halt unsere Wassertürmchen, die was ich hier vorhatte zu bauen. Hinter der Farm. Dass ich da ein paar baue. Ich weiß es nicht. Einen, zwei, drei. Keine Ahnung. Oder vielleicht zwei, so relativ mittig. Oder einen großen. Vielleicht machen wir einen großen. Um einfach da so ein bisschen kontinuierlich EU-Energie zu bekommen. Ich glaube, das ist fast das Beste, weil hier ist ja momentan noch keine Ringleitung und sowas, weil wir noch kein MFSU haben. Wobei wir den eigentlich machen könnten. Den MFSU. Ich denke, wir müssten alles haben. Wir haben ein paar Diamanten. Wir könnten den MFSU machen. Oder wir heben uns die Diamanten einfach mal auf noch. Schmeißen hier mal den Gravel raus. Wenn ich gerade mal dran denke. Hier, das dauert halt auch noch sehr lange, bis da jetzt dann mal ein bisschen fertig ist. Es wird wirklich noch ziemlich lange dauern. Wir verpinkeln uns. Wir gucken mal zur Ender Quarry. Komm, wir schauen mal rüber zur Ender Quarry. Was die ein bisschen treibt. Ich glaube, sie ist fertig. Schaut sehr stark danach aus, dass sie fertig ist. Ich lasse die aber dann auch hier stehen. Erstmal. Ja, die ist fertig. Die ist komplett fertig und der Reaktor hier, der ist auch komplett fertig. Also den können wir auch einfach ausschalten. Komm, das ist... ja, und ich sehe jetzt schon, dass die Kisten... Dass wir das Schlimmste überstanden hatten. Auch an Sachen Cobblestone und so. Aber wir lassen das mal ruhen. Ich bin gleich wieder da.